Spieltag 2 in der UEFA Champions League. Liebe Fußballfreunde, willkommen in der Königsklasse. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Spiel auch heute wieder für Sie daheim kommentieren. Und die heutige Begegnung heißt Olympique Marseille gegen Real Madrid. Und da haben wir die Startformation von Olympique Marseille. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Ja, schwacher Ball hier. Ist es das? Super Pass! Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Klasse Abschluss von Bale, nur eine seiner vielen Qualitäten. Ja, der Waliser offensiv extrem stark. Ob wir hier als Torschütze oder auch als Vorbereiter. Wichtig für Real, damit liegen sie jetzt vorne. Da ärgern sie sich, Ballverlust. Mitrolu. Luis Gustavo am Ball. Payet. Jetzt Luis Gustavo. Casemiro. Spieltag 2 also in der UEFA Champions League, Buschi. Es ist ein Wettbewerb, in dem Legenden geboren werden, in dem die ganz großen Geschichten entstehen. Und das immer wieder aufs Neue, da wird nicht nur von früher geschwärmt, nee, da werden auch heute immer wieder große Geschichten. Die Chance, den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Tovar, Marcelo geht hier dazwischen. Groß, Sanson und Payet. Tovar. Super Pass von Kroos. Asensio. Bale schießt. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Man hat immer große Ziele bei Real, was die UEFA Champions League angeht. Und von daher ist das eine spannende Vorrundenpartie. Es geht um eine Standortbestimmung. Sanson. Gut von Sergio Ramos. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Sie bieten sich an. Sanson. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Jetzt wieder vielleicht der Ausgleich. Super rausgeholt den Kopfball. Ocampos. Der Angriff könnte was werden. Schuss! Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Die Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Marseille mit viel Platz auf dem Flügel. Luis Gustavo. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Oh.
Und Hunter. Sie haben den Ball. 2 Minuten werden nachgespielt. Er spielt den Steilpass. Dimitri Payet. Ball im Aus, gibt Ecke, gute Gelegenheit. Jetzt Ekba. Schießt er ihn rein. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. So, Durchgang 2, weiter geht's in dieser Partie. Führung bislang für Real. Ich finde, die haben eine gute erste Hälfte gespielt. Marco Asensio. Das war einfach. Und er hat den Ball. Sanson. Luis Gustavo am Ball. Da kommt die Flanke. Dimitri Payet. Das wird hier Ecke geben. Da kommt die Ecke. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Weiterer Eckball für sie. Der Ball kommt rein. Mitrolo. Die Abschlussschwäche heute ist schon eklatant, Buschi. Ja, die Chancen spielen sehr gut raus, aber da müssen sie auch mal was raus machen. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Schön reingebracht, aber er kann den Kopfball nicht kontrollieren. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gareth Bale in diesem Spiel, ein Faktor? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Real Madrid will jetzt wechseln. Sakai. Thauvin. Payet. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Bale am Ball. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Sergio Ramos jetzt. Tolles Zuspiel. Asensio. Hereingabe jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Mitrolo. Luis Gustavo. Amavi. Ocampos. Wird das eine Torchance? Schuss! Sehr guter Einsatz. Jetzt die Flanke. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ocampos. Amavi. Ballverlust. Hunter. Jetzt ist er durch.
So im Strafraum reinzugehen, ist schon leichtsinnig. Die Schlussphase läuft und so langsam wird es eng für Olympique Marseille. Ein Tor fehlt ihm hier, um wenigstens auszugleichen. Vielleicht geht ja doch noch was. Mit diesen Fans im Rücken könnte das klappen. Sanson! Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Gute Chance. Varane mit der Befreiung. Er versucht es ganz frech per Eber. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Wechsel jetzt bei Olympique Marseille. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er weiß natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Vielleicht auch deshalb kein guter Abschluss. Ja, das lässt ihn natürlich nicht kalt. Und dann denkst du einen Moment zu lange nach und schon ist es passiert. Das frühe Pressing jetzt. Da trennt er ihn vom Ball. Guter Pass. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Keller, könnte der Ausgleich werden. Und Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Was hat er sich dabei bloß gedacht? Ich glaube, er war einfach unkonzentriert. Das passiert ihm doch sonst nicht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das ist der Sieg. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Und das ist natürlich schon stark. Eine Art Machtdemonstration, eine echte Ansage. 6 Punkte aus 2 Spielen, die maximale Ausbeute. Denen traue ich eine Menge zu in diesem Jahr. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, bei dem können Sie sich wirklich bedanken. Der hat Ihnen mit diesem späten Treffer wenigstens noch den Punkt gerettet.